Also die Garrett bzw. Schönbrunn ist eins meiner Lieblingsplätze in Wien, weil es extrem schön ist, da zum Spazieren gehen. Ich als Kind mit meiner Familie des Öfteren da war, hat einmal meine Eichkatzel gefüttert. ja, man hat einen wunderschönen Blick über Wien. Einen guten Kaffee kriegt man auch auf der Garrett herum. Und ich fühle mich einfach wohl da in Schönbrunn. Ist ein schöner grüner Platz mitten in Wien. Das fand auch Kaiser Franz Josef I., dem die Gloriette als Frühstückszimmer diente. Erbaut wurde die Aussichtsplattform aber schon 1775. Doppelsäulen, Kapitelle und Arkadenbögen kommen ursprünglich aus dem Renaissance-Schloss Neugebäude. Und wie kam es zu Kurts Jobwahl? Also grundsätzlich hat mich das schon immer interessiert, die Feuerwehr, weil es einfach ein extrem interessanter Job ist, abwechslungsreich. Gut angesehen, wenn die Männer aus dem roten Auto aussteigen, da schauen einmal alle, was ist da passiert? Nein, es ist einfach wirklich ein interessanter Job und ich wollte das eigentlich schon immer machen. Interessant, aber sicher nichts für schwache Nerven. Es passieren viele Sachen, die da schon eigentlich zum Nachdenken anregen, aber du darfst nur nachdenken, weil das einfach Sachen sind, die sollst du gar nicht merken. Ganz schön abgehärtet, wie der widerstandsfähige Kaiserstein, aus dem die Gloriette erbaut wurde. Man findet ihn auch in der Hofburg, der Staatsoper und im Stephansdom. Während die Sehenswürdigkeiten die Zeiten überdauern, nutzt der aktuelle Mr. Austria jede Minute. Meine Einstellung ist einfach, dass man alles erreichen kann, was man will. Also ich weiß, es hört sich ja abdroschen an, aber ich finde es wirklich so, wenn du wirklich was schaffen willst, dann kannst du es schaffen. Du musst nicht dranbleiben. Und ein bisschen Entspannung im Grünen kann natürlich auch nie schaden.